Ja, es hat wieder mal geklappt. Die Bahnanlage hat wieder einen kleinen Defekt. Hier hinten sind die Akkupacks für die Notstromversorgung. Hier oben, das sollen die Wechselrichter sein, die dann den Strom für die Motoren bereitstellen. Und hier drüben ist noch eine Relaisanlage, die dafür zuständig ist, mit den anderen Bahnanlagen in Verbindung zu sein. Ja, also, so schaut es drin aus. Und der Erdanschluss, so wurde mir versichert, ist wirklich nur wegen Blitzschutz. Ne, das ist alles genormt und deshalb die Querschnitte hier. Wirklich nur. Dann Schritt für Schritt. Vielleicht ist das ein Hinweis drauf. Mal sehen. In dem Video ReEMF Underground wird ja die Schaltung in der Simulation vom ReEMF Charger gezeigt. Und beim NPN ReEMF Charger ist die Stelle, wo der Minus auf die zu ladende Batterie geht, die interessante Stelle, die dann sozusagen mal kurz unter Unterdruck steht, wenn man es so sagen könnte. Mit dem Action for Free saß ich da vor ein paar Wochen zusammen und haben darüber mal ein bisschen philosophiert und haben bei uns gegenseitig das jedenfalls ein bisschen gefestigt, dass an dieser Stelle man höchstwahrscheinlich Elektronen mit reinziehen könnte. Jetzt wollen wir mal sehen, ob es so funktioniert, wie ich mir das denke. Momentan ist die Konfiguration folgende. Das ist in 19 Volt. Na gut, auch wenn es hier drauf steht, da ist jedenfalls noch der Originalakku eingebaut, für 19 Volt ausgelegt, und der wird jetzt geladen mit einem Klingeltrafo, Wechselstrom Klingeltrafo, der 12 Volt bei 2 Ampere bringt. Ja, da ist die Leerlaufspannung, die Scheitelspitzenspannung natürlich schon so um die so 18 Volt. Und diese Spannungsspitzen haut er jetzt praktisch, wenn es hier noch ein bisschen aufgeschaukelt wird, das ist jetzt noch ein ReEMF-Charger. Also von einem ReEMF-Charger geht es in noch einen ReEMF-Charger, und von dem ReEMF-Charger wird dann der interne Akkupack geladen sozusagen. Doppelt gemoppelt, also es wird hin und her geschwungen, und die Spannungsspitzen, die reichen jetzt ab und zu noch aus, dass hier ein kleines Strompaket reingeht sozusagen. Ja, da warte ich jetzt mal, bis das hier nicht mehr blinkt, ne, bis praktisch die LEDs hier anzeigen, dass nichts mehr
an Strompaketen reingeht. Ne? Die Frequenz dürfte jetzt immer geringer werden und ja, bis gleich. Die Frequenz ist langsamer geworden. Ich habe jetzt mal ein Multimeter angeschlossen an diesen Eingang hier, praktisch nach dem ersten RMF-Charger und vor dem zweiten RMF-Charger. Und ihr seht, das pendelt immer so zwischen 19 Volt und 18,8 Volt hin und her. Sind Nickel-Metallhydrid-Akkus verbaut und wenn hier 19 Volt draufsteht, ist die Ladeschlussspannung irgendwie bei, was weiß ich, 22 Volt. Jedenfalls ein bisschen Ladung passt noch rein, aber hier sind wir jetzt schon an der Kotzgrenze. Wie gesagt, eigentlich nur ein 12 Volt Wechselspannungsnetzteil, was dann in den Scheitelspannungsspitzen so die 19 Volt ungefähr rausbringt. Und hier an der LED erkennt man, dass ein Strompaket praktisch reingeht. Und auch an der LED hier, die über dem Potti drüber ist, sieht man, wenn ein Strompaket reinfließt sozusagen. Soweit, so gut. Jetzt ist hier zusätzlich noch an den Minus, hier unten am Minus, ist jetzt noch ein Kabel dran. Das Kabel geht jetzt hier lang und ist momentan, ist es offen? Moment. Darf doch gar nicht offen sein. Normalerweise ist es hier über einen Read-Switch und faszinierend, der Read-Switch ist offen, der ist ja gar nicht geschlossen. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Ne? Ich habe gedacht, das Kabel geht jetzt durch, weil so habe ich es nämlich am Anfang durch Zufall rausgefunden. Ne? Da hatte ich ja ein Kabel gehabt und habe einfach mal an die Erde rangetipst. Wenn ich hier an die Erde gehe, seht ihr, geht ein Strompaket rein. So, ich tipse. Hier, da gehen immer Strompakete rein. Aber auch hier beim RMF-Charger. Zieht es da irgendwo Elektronen an der Stelle rein, die sonst wegen der geringen Spannung hier nicht reingehen können? Das habe ich dann schon ziemlich interessant gefunden. Wenn ich das jetzt hier befestigt bekomme, es ist dran, dann können wir das ein bisschen beschleunigen, indem wir hier den Read-Switch einfach periodisch unterbrechen. Das ist nur für Anschauungszwecke. Ups, ach, alles runtergegangen, ich muss noch mal ins... So, auf ein neues. Okay.